den berühmt-berüchtigten Ausspruch von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble vom, glaube ich, letzten November 2011, als er gesagt hat, Deutschland war noch nie souverän seit dem 8. Mai 1945. Eigentlich eine schockierende Aussage. Hat er recht damit und warum hat er das überhaupt gesagt? Ja, warum hat er das gesagt? Aber er hat zunächst einmal nicht recht. Es zeigt auch seine, muss ich schon leider sagen, begrenzten juristischen Kenntnisse, obwohl er ja studierter Jurist ist. Denn die Alliierten haben nach der Besetzung Deutschlands gerade die deutsche Souveränität nicht aufgehoben. Sie haben Deutschland nicht okkupiert. Ganz im Gegenteil, alle sind davon ausgegangen, insbesondere auch die Alliierten, dass Deutschland fortbesteht, das Deutsche Reich fortbesteht, in den, wie es ja auch ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts war, ohne dass die aufgehoben wäre, in den Grenzen von 1871, also die dann sich verändert hatten, also in den Grenzen von 1937, aber es ist das Deutsche Reich von 1871, das Bismarck gegründet hat. Das ist die Identitätslehre. Und dieses Deutsche Reich hat dann ein neues Verfassungsgesetz bekommen, das Grundgesetz, aber ist niemals aufgehoben worden. Alle Kriterien eines eigenen Staates blieben, denn der Staat völkerrechtlich besteht nun mal aus einem Volk auf einem Gebiet, in dem eine gewisse Ordnung herrscht. Und das Volk war fraglos vorhanden, ist auch immer wieder betont worden im Parlamentarischen Rat, dass das deutsche Volk ja schließlich besteht. Das Gebiet war auch definierbar, wenn es da auch einige Probleme natürlich gibt. Und die Staatsgewalt hatte allerdings nicht das deutsche Volk dann, sondern die Besatzungsmächte haben also mit gewissen völkerrechtlichen Recht, aber das vielfach verletzt wurde, eben die Staatsgewalt, die Regierungsgewalt genau genommen, wie Sie gesagt haben, übernommen. Nicht? Also sie haben, wie viele sagen, treuhänderisch für Deutschland die Regierungsgewalt ausgeübt. Das muss man nicht so sehen. Sie haben jedenfalls die Regierungsgewalt Kraft ihrer eigenen Souveränität, ihrer eigenen Staaten in Deutschland ausgeübt. Bis wann genau? Bis, das ist natürlich eine schwierige Frage, letztlich in gewissen Grenzen bis zum 2+4-Vertrag von 1990. Deutschland hat ja schon durch den Deutschlandvertrag, der 1955 eben dann in Kraft trat, aber schon 1952 also geschlossen war, da gab es einige Schwierigkeiten, hat ja schon die Rechte eines souveränen Staates zugestanden bekommen. Also es war eine sehr sibyllinische Formulierung, ja, die Hoheitsrechte eines souveränen Staates. Und das hieß nicht die Souveränität. Also, und da sind ja auch ganz erhebliche Vorbehalte gemacht worden, nämlich die Westalliierten haben sich eben vorbehalten, die Verantwortung für Deutschland als Ganzes, für Berlin, und für einen Friedensprozess. Und weil Deutschland nun mal geteilt war und die Westmächte natürlich nur für den Teil Bundesrepublik Deutschland handeln konnten, nicht für das gesamte Deutschland. Die Sowjetunion hatte ja bereits vorher der DDR die volle Souveränität zugestanden, wobei alle wissen, dass die DDR nach wie vor völlig also der Herrschaft der Sowjetunion unterworfen war. Aber vertraglich war das so geregelt. Es sind dann auch mehr und mehr die Hoheitsrechte von deutschen Stellen ausgeübt worden, auch im Rahmen des Deutschlandvertrages, bis dann schließlich im Zuge der Wiedervereinigung der 2+4-Vertrag geschlossen wurde, in dem steht drin als Leitbegriff, dass Deutschland die volle Souveränität habe. Und der Begriff der vollen Souveränität ist nun mal der völkerrechtliche Begriff für die Souveränität. Wobei, wenn das ernst gemeint gewesen wäre, hätten dann die Alliierten nicht gleichzeitig einen Friedensvertrag mit Deutschland schließen müssen?
Der Friedensvertrag stand immer aus und das ist ein Gebot des Völkerrechts, nach einem Krieg einen Friedensvertrag zu schließen, der immer noch nicht geschlossen ist. Aber die Schwierigkeit war die, die man auch in gewisser Weise einsehen muss, dass man nicht wusste, mit wem man den Vertrag schließen soll. Denn durch die Teilung Deutschlands eben und in einen Einflussbereich der Sowjetunion, einen anderen Einflussbereich der Westalliierten, konnten die Westalliierten und die entsprechenden Organe der Bundesrepublik Deutschland natürlich immer nur für die Bundesrepublik Deutschland handeln, denn ein Einverständnis mit der Sowjetunion war da nicht zu erzielen und umgekehrt die andere Seite auch nur für die DDR. Und ein Friedensvertrag hätte natürlich mit dem Deutschen Reich geschlossen werden sollen und müssen, also mit Deutschland als Ganzem. Und das war ja nie möglich, deswegen all die Verträge, die da auch geschlossen wurden, auch mit Polen, haben immer dieses Problem, dass es keine Verträge sind mit dem Deutschen Reich oder mit der Nachfolge Deutschland, denn diese Nachfolge Deutschland war nicht handlungsfähig. Aber ab dem 3. Oktober 1990 gibt es eine gesamtdeutsche Regierung und das wäre doch der Vertragspartner gewesen für einen Friedensvertrag. Allemal. Und das ist bisher nicht geschehen und das ist auch ein Defizit des 2+4-Vertrages. Die überwiegende Lehre sagt dazu, dass das nicht mehr nötig sei, weil der Sache nach Friedensverhältnisse bestehen und allemal durch den 2+4-Vertrag dieser Weg zum Frieden einen Abschluss findet. Und viele meinen, das Postulat eines Friedensvertrages sei obsolet. Ich teile die Auffassung nicht. Es ist nach wie vor ein Stachel, denn Deutschland ist noch Feindstaat. Und das wäre natürlich, wenn ein Friedensvertrag geschlossen würde, nicht möglich. Da müsste dieser Feindstaatenklausel aus der UNO-Charta gestrichen werden, Artikel 107 und Artikel 59 der UNO-Charta. Das gibt immerhin den Feinden des Krieges gegenüber den Feindstaaten und der letzte Feindstaat, der da noch gemeint ist, ist Deutschland, ganz erhebliche Rechte, falls eine Politik gemacht wird, die in Nachfolge des Zweiten Weltkrieges eben die friedlichen Verhältnisse gefährdet. Und da kann man manch eine Politik drunter subsumieren. Inwiefern ist das Fortbestehen der Feindstaatenklausel der UNO ein stärkeres Hindernis für die deutsche Souveränität und Handlungsfähigkeit, als wenn es diese Klausel nicht oder nicht mehr gäbe? Also grundsätzlich ist das kein Widerspruch zwischen Feindstaatenklausel und Souveränität. Auch ein Feind ist souverän. Ja, also Deutschland als früherer Feind, viele halten das natürlich für obsolet, diese Feindstaatenklausel, aber als früherer Feind nach der UNO-Charta ist souverän. Ja, die Souveränität ergibt sich auch wenn man frühere Auffassungen von der Staatssouveränität zugrunde legt, einfach aus der Staatseigenschaft Deutschlands. Und insbesondere daraus, dass Deutschland eben freie Bürger hat. Das wird nicht in jeder Weise gelebt, aber das ist von dem politischen und rechtlichen Anspruch her so zu sehen. Also ich sehe keinen Widerspruch zwischen Feindstaatenklausel und Souveränität. Aber um es mal konkret zu machen, nehmen wir an, ein künftiges Deutschland tritt aus der NATO aus. Ja. Da müssten wir sowieso mit Gegenmaßnahmen rechnen, des großen Bruders. Die Feindstaatenklausel, würde die ein amerikanisches Eingreifen gegen ein blockfreies Deutschland leichter machen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Allemal würde es das erleichtern, wenn man einen Austritt der NATO als einen feindlichen Akt. Aber wer definiert das? Der UNO-Sicherheitsrat? Ja, das ist die Frage. Das definieren die früheren Feinde. Gemeinsam oder einzeln? Jeder Einzelne. Aha. Jeder Einzelne, das sind insbesondere die USA natürlich, die Macht dazu hätten. Ja. Die meisten anderen hätten ja gar nicht die militärischen Fähigkeiten. Ja. Die haben die Möglichkeit, ganz eigenständig, unabhängig, ganz erklärtermaßen unabhängig von den Gremien der Vereinten Nationen, sich dann zu verteidigen, das heißt also die entsprechenden Maßnahmen zu treffen, um diese Gefährdung durch den Feindstaat abzuwehren. Also das ist noch immer eine Fortsetzung der Kriegsverhältnisse insoweit, ändert aber nichts an der Souveränität. Also wenn jetzt ein Austritt Deutschlands aus der NATO oder
eine Aufkündigung der europäischen Integration so eingestuft würde, was ich für mehr als fragwürdig halten würde, gerade im zweiten Fall, aber auch nichts verpflichtet uns im Prinzip Mitglied der NATO zu sein. Also es wäre dann schon nötig, dass man darin eben kriegerische Maßnahmen sieht, die also mehr oder weniger den Zweiten Weltkrieg fortsetzen.